Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91. Meine Freunde, heute stelle ich euch wieder eine neue Son Goku Figur vor. Aber es ist nicht irgendeine Figur. Und zwar haben wir hier diesmal einen sehr großen Son Goku, und zwar 34 cm hoch, in einer Manga Dimensions Form. Das heißt, es ist etwas ganz Neues. Ich selber bin sehr gespannt, wie die Figur dann vom Näheren aussehen wird. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, meine Freunde, ich habe mir jetzt mal gedacht, ich lasse die Figur hier verpackt vor uns ein bisschen drehen. Dann könnt ihr euch die Verpackung mal anschauen und erzähle noch nebenbei ein bisschen was dazu. Warum zeige ich euch die Figur verpackt? Ich finde, das ist eine sehr schöne Verpackung hier vorne, also beziehungsweise jetzt für euch vorne. An der Seite ist Shenlong drauf, vorne ist das schöne Dragon Ball Zeichen und sehr tolle drei Sichtfenster hat diese Verpackung. Also da hat man sich schon Mühe gegeben. Und genau, ich habe mir jetzt gedacht, während sie hier vor euch so dreht, erzähle ich ein bisschen was zu der Figur, wo ich sie gekauft habe und so, und ein paar andere kleine Infos. Gekauft habe ich diese Figur bei animeforfans.com, meine Freunde. Die kostet etwas über 90 Euro, aber weil sie in dem Sale-Bereich war, kam da 50% Rabatt drauf, was natürlich danach ein Bombenpreis ist. Ich glaube, lasst mich nicht lügen, ich habe 47 oder 48 Euro dafür gezahlt. Und das ist wirklich für eine Figur, die 34 cm hoch ist und dann noch so eine Manga Dimension Figur. Es ist wirklich ein bombastischer Preis. Deswegen, ich verlinke euch mal animeforfans.com hier unten. Ihr könnt in der Beschreibung jederzeit mal auf die Seite reinschauen. Ich würde es euch empfehlen. Die haben sehr viele Figuren und auch andere Sachen im Sale-Bereich. Einfach mal vorbeischauen, vielleicht ist auch was für euch dabei. So ein bisschen Schnäppchenjägermäßig. Genau, und dann, was kann ich zu der Figur sagen? Das ist meine allererste Figur, die nach Manga-Art gemacht wurde. Bisher habe ich mir schon durch die Sichtfenster angeschaut, wie sie ist. Der schattige Bereich ist sehr, sehr, ich will jetzt nicht komisch sagen, aber anders auf jeden Fall. Und die Figur an sich ist 34 cm hoch. Wie gesagt, ist meine erste Manga-Figur. Ich bin sehr gespannt, was sie im Schrank neben den anderen Figuren hergeben wird. Ob sie überhaupt in den Schrank reinpasst, ist bei mir gerade die nächste Frage, überlege ich so. Aber ich glaube, die sollte schon irgendwie reinpassen. Und genau, also wir packen sie jetzt gleich zusammen aus. Dann schauen wir uns mal die Figur genauer an. Vom Nahen, muss ich schon mal jetzt sagen, sieht die Figur ein bisschen komisch bemalt aus. Vom Weiten ist es gut, so kann ich schon mal sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal aufs Auspacken. Also meine Freunde, ich habe jetzt bewusst drei Figuren dahinter hingestellt, die plus minus 28 bis 31 cm hoch sind. Das heißt, nur ein bisschen minimal kleiner als die Manga-Figur selbst. Wie ihr schon sehen könnt auf der Kamera, die Schattierung auf den Rippen, auf der von der Figur aus gesehen linken Seite oder auf den Armen, ist sehr stark ausgeprägt. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt bewusst die Figur erstmal weit hingestellt, weil vom Nahen sieht es echt gewöhnungsbedürftig aus, sage ich jetzt mal. Also auf Anhieb war das nicht so wirklich mein Fall. Ist jetzt nicht mega schlecht, die Figur liegt sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Aber naja, seht selbst. Ich hole jetzt mal die Figur kurz zu mir. So, jetzt meine Freunde, jetzt könnt ihr verstehen, was ich meine. Die sieht aus, als ob da so ein Stück Haut im Gesicht fehlen würde, wegen der Schattierung oder auch hier. Das war vorhin gemeint bei mir. Und dann auch an den Armen. Also das ist einfach mega dunkel, als ob da so ein Stück Haut abgerissen worden wäre. Auch die Haare sind komplett anders bemalt. Aber das war ja auch zu erwarten, also das ist jetzt kein Negativpunkt. Das war ja zu erwarten. Schließlich haben wir hier eine Figur in einer Manga-Version, so wie sie halt im Manga auch gezeichnet geworden ist. Oder gezeichnet worden ist, sage ich mal. Die Muskulatur kommt immer noch richtig geil raus, kann man nichts sagen. Ist alles noch top.
Die Kleidung haben die richtig gut hinbekommen, finde ich. Also dieses zerstörte, auf dem Namekampf ist es hier. Der zerstörte Trainingsanzug von ihm, richtig geil. Hier auch am Oberschenkel, sehr viel mit Farbe gespielt halt, um die Schattierung da gut oder besser darzustellen. Hier an den Schuhen ebenfalls, man merkt es ja hier. Also ist wirklich vom Weiten sieht es nicht schlecht aus, aber sogar hier auf die Adern hat man am Arm geachtet. Also wirklich ist eine tolle Figur, kann ich nichts sagen, aber ist halt wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich denke mal, wenn man in so einem Bereich von seinem Schrank, sagen wir so 5, 6 von diesen Manga-Figuren hat, hat es bestimmt was richtig Geiles, aber so einzeln alleine glaube ich eher weniger, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe es jetzt noch nicht in die Vitrine gestellt oder so, aber naja. Freunde, ich würde jetzt auch gern diese Figur bewerten eigentlich, aber ich weiß gar nicht, ob das fair wäre. Weil das ist halt nicht eine Figur wie jeder andere auch, sage ich mal. Die Figur ist sehr stabil, liegt sehr gut in der Hand. Die steht sogar ohne die Stütze. Ich finde, die steht ohne Stütze besser als mit Stütze. Genau, also qualitativ hängt sie den anderen Figuren auf jeden Fall nicht hinterher. Nur halt, diese Bemalung ist halt echt komisch. Wie ihr hier sehen könnt, vom Weiten sieht es nicht schlecht aus, vom Nahen sieht es richtig komisch aus. Mich würde eure Meinung sehr interessieren, meine Freunde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von so einer Manga-Figur? Habt ihr auch solche Manga-Figuren? Ich habe mir auch überlegt, den Vegeta zu holen. Der hat so eine blaue, richtig geile. Aber ich weiß doch nicht, also ich sag mal so, ich bin noch nicht sehr angetan von dieser Figur. Die, weiß nicht, also der erste Eindruck hängt so ein bisschen hinterher. Schreibt mir gerne mal eure Meinung über solche Figuren in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, das war euer Dragon Ball Fan 91, Freunde.